Lol, wer war das denn? Hallo, Debo. Und wer war das? Hä? Was ist das denn für Musik? Auf einmal riecht es hier anders. Komisch. Hä? Naja, so langsam. So langsam gefällt mir die Musik. Naja, hört sich gut an. Naja, auf jeden Fall wollte ich euch mal eine kleine Geschichte erzählen. Von meinem letzten Jahr, Weihnachten. Okay, hört mir mal zu. Ich erzähl's mal. Mitten in der Nacht hörte ich ein lautes Lachen. Deshalb hatte ich Angst, meinen Raum zu verlassen. Ich schlich mich ganz leise durch den Gang ins Wohnzimmer. Diese fiese Lache wurde noch ein Tonschnitter. Es lagen immer noch keine Geschenke unterm Tannenbaum. Doch ein Vollbärtiger stand im Raum. Er meinte, ich wäre dieses Jahr nicht artig gewesen. Doch dieses Thema wollte ich gar nicht bereden. Als Geschenk wollte mir der Typ gar nichts geben. Darauf machte ich ihm klar, wer ich überhaupt bin. Doch er bezeichnete mich als versautes Kind. Damit hat er mir das Weihnachtsfest verdorben. Und so ist auch der Vollbärtige direkt für mich gestorben. Ich werde den Weihnachtsmann in den Kleiderschrank und werde ich hier randalieren und seine ganzen Tiere drangsalieren. Sebo kommt, Sebo kommt, Sebo kommt heute nach. Ich zünde Häuser an und lasse sie einkrachen. Ja, die schönste Zeit im Jahr, das ist Weihnachten. Sebo kommt, Sebo kommt, Sebo kommt heute nach. Denkt daran, dass wir es eilig haben, denn bald ist schon Heiligabend. Der Himmel ist so weiß. Wie geht das? Im Ofen backt Rindfleisch. Und anstatt mit Schnee zu werfen, werfe ich mit Eis. Nein. Die Kinder fucken mich ab. Echt jetzt? Den ganzen verdammten Tag. Oh. Und wenn ihr mir frohe Weihnachten wünscht, dann sag ich nur Shut up. Du bist ja echt böse. Sebo, ich hab gehört, du fährst gern im Schnee Schlitten. Was will ich dazu jetzt sagen? Nee, bitte. Jetzt brauchen wir nur noch ein Weihnachtsgericht und das wird mit tonnenweise Eiweiß gemischt. Nicht zu vergessen einen Lebkuchen, Mann. Die Zutaten liegen unten im Schrank. Farid, was hast du denn hier zu suchen? Willst du mir beim Kuchenbacken zugucken? Niemals. Hey. Ich fliege im Schlitten, rappen mit einer silbernen Kette und du beißt ins Leder, als würdest du meine Stiefel essen. Miese Action. Ich zerstöre deine Schneeburgen und esse dabei frisch eingelegte Gurken. Hey. Dafür, dass sie wisst, dass ich breiter als der Hulk bin, fühle ich mich minderwertig wie ein Halbprinz. Doch ich will ein vollmächtiger Herrscher sein. Dann werfe ich Bänger in den Kerker rein, denn ich will stärker sein. Okay, komm mal runter, ey. Das reicht langsam hier. Wie immer die Leute, die meinen, die können rappen, dabei können die gar nichts. Naja, egal. Ich wünsche euch noch eine tolle Weihnachtszeit. Ja, das war schon von mir. Yo, Leute. Ciao. Und denkt noch dran, wenn jemand bei euch klingelt, es könnten die Okkultisten sein, bitte nicht aufmachen. Okay, ich flieg dann wieder mit meinem Schlitten weg. Auf Wiedersehen. Ja! Ich dachte, das wäre schon alles. Nö. Habt ihr es wirklich gedacht? Nein. Niemals. Ich habe leider kein Weihnachtsgesicht. Doch bombardiere ich noch ein paar Reime ins Gesicht. Okay. Los, dann können die Frauen bei mir im Garten Scheine aufsuchen. Scheine? Die finden, ich bin süß wie zu Weihnachten die Kuchen. Ja. Ich bin cool, Reime, gut, wünsche mir einen Hut als Geschenk. Oh. Hoffe auch, dass meine Mutter dran denkt. Letztes Jahr hatte sie mir ein T-Shirt geschenkt. Oh. Ich glaube, sie hatte mich mitgedenkt. Ah, kannst ja sehr gut Deutsch, muss man sagen, hier an der Stelle. Ja, okay, kannst du mich weitermachen, mach weiter. Willst du mich jetzt vor dem Publikum beleidigen? Ja! Dann werde ich dich Pumuckl steinigen. Nee, ich hab keine Zeit, ich wieder mal, ciao. Farid, viel Spaß noch hier, auf Wiedersehen. Und dir noch, dir auch noch ein schönes Fest, ciao. Niemals.